Willkommen beim Espresso mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Diese Woche geht es im Bundestag natürlich wieder um Corona und jetzt werden die finanziellen Folgen klar. Die Steuerschätzer der Bundesregierung sagen minus 100 Milliarden für die öffentliche Hand, allein für den Bund. Einnahmeausfälle von 40 Milliarden. Und darauf gibt es nur eine Antwort. Wir brauchen jetzt Wirtschaftswachstum, um die Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen. Denn nur wenn die Wirtschaft wieder wächst, steigen die Einnahmen. Und nur wenn wir die Wirtschaft wieder in Gang gebracht haben, sinken die Ausgaben. Denn es ist ja klar, wofür wir das Geld im Moment brauchen. Wir müssen Vorsorge treffen für Kurzarbeit, für die Arbeitslosigkeit und für die Liquidität der Unternehmen. Wenn die Wirtschaft wieder in Gang kommt, steigen die Einnahmen wieder und sinken die Ausgaben. Ein Thema diese Woche ist der Kampf gegen Altersarmut. Und unsere liberale Antwort lautet darauf Basisrente. Basisrente bedeutet, dass die Menschen mehr von dem Geld behalten dürfen, was sie früher verdient haben. Und das sorgt nach Berechnung unabhängiger Expertinnen und Experten dafür, dass den Menschen am Ende mehr im Portemonnaie bleibt, wenn sie bedürftig sind. Das, was die GroKo dagegen veranstaltet, ist ein Riesenausgabenprogramm mit fast unkalkulierbaren Kosten. Die Schätzungen lauten, dass das irgendwann 13 Milliarden Euro pro Jahr kostet, um das Projekt durchzubringen. Und es ist total ungezielt, weil wahnsinnig viele Menschen darauf Anspruch haben, die in Wahrheit gar nicht bedürftig sind. Diese Woche haben wir auch Druck beim Thema Wahlrecht gemacht. Denn kurz zur Erinnerung, unser Wahlrecht ist immer noch so gebaut, dass der Bundestag auf über 800 Mitglieder anwachsen kann. Das macht ihn weniger handlungsfähig, das ist teuer und das will in Wahrheit niemand. Deshalb haben wir als FDP-Fraktion mit anderen zusammen einen Gesetzentwurf eingereicht, der das Problem löst. Das sagen jedenfalls unabhängige Fachleute. Nur leider gibt es in der GroKo einige, die wollen, dass sich am liebsten gar nichts ändert. Die versuchen, das Problem auszusitzen, weil sich das Zeitfenster für eine Wahlrechtsänderung langsam schließt. Im Juni ist es nämlich vorbei. Deshalb haben wir diese Woche noch mal Druck gemacht und gesagt, wir müssen jetzt ans Wahlrecht ran, um das Ansehen und die Handlungsfähigkeit des Parlaments zu bewahren.